Gänse. Ich bin Bimo. Und wir spielen heute eine neue Runde Notruf Hamburg, Freunde. Ihr wisst Bescheid. In der heutigen Folge stehen wir zwar vor der Polizei, aber wir sind kriminell natürlich. Was für Polizei, Mann. Wir brauchen nämlich Cash, Leute. Gucken wir mal ganz kurz. Ich habe tatsächlich gerade nicht mal 100.000 Euro auf meinem Konto drauf. Das kann doch so nicht weitergehen, Leute. Deswegen müssen wir endlich mal wieder ein bisschen farmen gehen. Deswegen zeige ich euch heute in diesem Video, wie ihr super schnell super viel Geld machen könnt, um euch irgendwann auch so ein Bugatti hier zu holen. Vergesst nicht noch zu liken, abonnieren, dies, das, Ananas. Jetzt viel Spaß beim Video. So, Leute, da sind wir auch schon. Und wie ich es schon mal erklärt habe, hier einfach auf diese beiden Männchen klicken, dann auf schließ dich Punkt, Punkt, Punkt an. Danach öffnet sich hier die Serverliste und ihr seht, boah, so viele Leute, 34, 34, 34 Leute überall hier drauf. Aber wir machen das natürlich anders. Wir gehen auf Aufsteigen und boom, Leute, seht ihr schon direkt so viele Server mit nur ein oder zwei oder drei Leuten. Da haben wir doch leichtes Spiel. Was sollen die denn schon machen? Deswegen nehmen wir einfach mal ganz spontan den Server hier. So, da sind wir auch schon natürlich erstmal hier ganz schnell bewaffnen. Nehmen wir einfach mal 1, 2, 3, 4, 5 Bomben mit und eine G36, weil wir damit ein bisschen sicherer unterwegs sind. Dann ab in den Bugatti, in den teuren 1 Million Bugatti. Und dann checken wir direkt mal die Bank ab. Es ist immer noch nur ein... Ups. Immer noch nur ein Spieler hier auf dem Server. Ups. Juhu. Leute, der was raus muss, muss raus. Okay, alles klar. Dann heizen wir mal hier ganz schnell hin. Parken hier. Gehen kurz ein bisschen Geld abheben. Okay, bin ich mal gespannt hier. Das müsste jetzt eigentlich auch schon grün sein, ne? Jupp, tada, Leute, ganze Bank für uns alleine, sehr gut. Also, Bilanz bis jetzt, ich habe 65.000 und da gucken wir mal, wie viel ich am Ende des Videos hier haben werde. Ich schätze halt mal, dass das schon sehr, sehr viel sein wird eigentlich, weil ich jetzt... Also wir haben Abend, das heißt ganz viele Server, wo nur ein, zwei Leute drauf sind und das ist halt eigentlich super perfekt. Ich weiß gar nicht, was die ganzen Leute haben, also für mich klappt Farm immer noch genauso gut wie vorher gefühlt. Nur, dass man halt jetzt, ne, ab und zu vielleicht noch ein bisschen länger warten muss oder sowas. Aber außer, dass man, dass das vielleicht minimal länger dauert, hat sich nicht viel verändert hier, bin ich ganz ehrlich. So, dann hier einmal mitnehmen. Alles klar. Ist jetzt die Frage, nehmen wir den Juwelier auch nochmal mit? Eigentlich schon, oder? Das ganze Geklopfe nimmt mir aber eigentlich ein bisschen zu viel Zeit weg. Aber egal, nehmen wir trotzdem einfach mal den Juwelier und die Bank mit. So, alles klar. Sehr gut, sehr, sehr gut. Boah, Leute, wir haben jetzt schon eine ganze Bank komplett alleine ausgeraubt. Und ich habe jetzt schon 3 Sterne. Okay. So, schön alles mitnehmen hier, alles mitnehmen. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Hier ist auch... Der Kollege ist kein Polizist, ne? Nö, der hat gar keinen Job anscheinend. Vielleicht geht er hier auch gerade durch die Gegend und farmt. Schauen wir einfach mal, was beim Juwelier so los ist. Nehmen wir den auch mal mit. So, so, so. Für den Bugatti habe ich halt echt auch 3 Tage lang Privatserver die ganze Zeit gefarmt. So, einmal hier noch links. Sehr gut. Mein Sprit wird halt langsam ein bisschen knapp, aber was soll's. So, schön langsam mal hier. Ach ja, 11 Euro, das ist ja süß. So, da sind wir auch schon. Tada! Jetzt taucht gerade alles wieder auf. Also der Typ ist hier auch am herumfarmen. Ist ja ganz cool. Boom, das nehme ich mit. Das ist meins, 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 meins. Das nehme ich auch mit. Meins, 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 meins. Oh, und da hinten ist auch schon der nächste Diamant. Leute, das ist ja richtig passend gerade. So, nehmen wir das alles mit. Wir brauchen schon mal fette, fette Beute, Leute. Auf jeden Fall. So. Ich will mir nämlich alle Autos kaufen, Leute. Auf dem Weg, alle Autos zu kaufen. Hey. So, habe ich hier. Habe ich eingesammelt. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Dann nehmen wir hier mal schnell den nächsten Diamanten mit. Ich will nur hoffen, dass ich echt am Ende nicht schon wieder irgendwie, ne, verhaftet werde. Das wäre natürlich super scheiße. So, okay. Ja, alles klar. Nehmen wir das hier noch mit. Die einzelnen Ketten, die brauche ich nicht. Die lohnen sich für mich gar nicht. Also, ja, der zeitliche Aufwand für irgendwie 400 Ocken, das lohnt sich halt gar nicht. Aber hier hinter mir sind wieder Sachen gespawnt. Das ist doch schön. Das hier nehmen wir auch noch mit. Hier geht wahrscheinlich noch eins und noch eins gleich wieder. So. Tada. Alles mitnehmen, Leute. Alles mitnehmen. Supdi-dupdi-du. Und taucht jetzt Neues auf. Taucht jetzt Neues auf. Ja, hier neben direkt. Super gut, Leute. Super gut. Das nehmen wir auch noch mit. Und dann haben wir schon gut Beute eigentlich gemacht bis jetzt. Und das ist erst der Anfang, Leute.
Das ist erst der Start des Videos, Leute. Das wird noch heftig, okay? So, dass sie alles mitnehmen, dass sie alles mitnehmen. So, okay. Und Abgang machen. So, oh, wobei, hier haben wir noch mehr. Dann nehmen wir einfach mal alles mit, alles mit. Wir haben keine Zeit hier. Schade, dass das nicht irgendwie ein bisschen einfacher geht. Das wäre halt auch noch irgendwie eine Update-Idee, theoretisch. Dass man hier so gegenboxt und das geht irgendwie schneller. Wenn man irgendwie, weiß ich nicht, irgendwas, eine Waffe benutzt oder so. Boah, oder dass man eben auch mit einer Waffe, dass sie so kaputt schießen kann. Alter, das wäre voll geil, Mann. Das wäre richtig gut. Okay, ist jetzt die Frage, nehmen wir den Scheiß hier draußen. Ja, komm, egal. Nehmen wir das auch mal mit hier, Leute. Alles mitnehmen hier. So, jawollo, sehr gut, sehr gut. So, und so. Der Zug da hinten schon. Oh, Alter, dieser Alarm geht mir richtig auf den Sack hier. Der ist so laut, Mann. So, warm. Sehr gut. Was wir mitnehmen, 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 mitnehmen. So, alles klar. Und hier auch nochmal. Oh, gleich geht der Alarm schon wieder los, Mann. Boom, okay, okay, okay. So, ich glaube, das reicht aber auch, Leute, für die anderen zwei Dinger hier. Haben wir keine Zeit, Mann. Wir müssen uns beeilen hier. Okay, zack. Und schon wechseln wir auf den nächsten Server. Genauso, wie ich es euch zu Beginn gezeigt habe. Einfach irgendeinen leeren Server nehmen. Hier ist nur eine Person drauf. Tada, wir gehen drauf. Und da sind wir auch schon wieder. So, dann gucken wir jetzt mal, was ist hier los. Ups. Tada. Keine Polizei, kein gar nichts. Das ist wahrscheinlich auch ein Krimineller, das... Sieht doch wunderbar aus, Leute. So, oh, hier ist aber anscheinend schon jemand gewesen. Oh, aber hat alles wieder respawned. Sehr gut, Leute. Das meine ich, das geht super easy. Leute, ich werde super viel Cash machen jetzt in dieser Folge. So, das hier einmal mitnehmen. Dann nochmal das hier einmal mitnehmen. Super, super gut, super, super gut. So, alles mitnehmen, alles meins. Ich brauche Geld, ich brauche meins. So. Okay, ich mache jetzt erstmal alles kaputt und dann sammle ich den Krams ein, damit dieser Alarm hier endlich mal aufhört. Das ist super nervig. So. Das ist schon fette Beute hier jetzt gerade, definitiv. Gleich nehmen wir nochmal die Bank mit, Leute. Auf ganz entspannt. So. Und hier noch einmal kaputt schlagen, bitte. Dankeschön. So. Boah, jetzt alles noch so langwierig mitnehmen hier. Aber Leute, ihr merkt, gar nichts ist hier los. Keine Polizei, kein gar nichts. Nicht mal andere Kriminelle. Abends ist es einfach chillig für uns Kriminelle. Wir können hier einfach auf Server hopsen, wir können die ganze Zeit Kohle sammeln. Leute, ich sag's euch, macht das einfach mal einen Abend und ihr habt direkt euer Traumauto. Oder zwei Abende, je nachdem, ne, wie viel Zeit ihr halt so habt. Aber bei mir ging das mit dem Bugatti eigentlich richtig schnell, also ohne Witz, das war ja super easy. Schade, dass wir da noch nicht so gestreamt haben, das wäre eigentlich auch cool gewesen. Aber ich habe glaube ich, nachts meistens gespielt. Ich weiß nicht, ob da Leute zugeschaut hätten von euch. Ich glaube, da schlaft ihr schon. So, okay. Hier nehmen wir nochmal das letzte Ding mit. Ach ja, nee, gar nicht. Hier ist noch. So, diesmal nehme ich die Sachen draußen auch gar nicht mit, oder, Leute? Es lohnt sich eigentlich nicht, dieser zeitliche kleine Aufwand hier. Ich meine, diese großen Dinger hier schon und hier die Diamanten auf jeden Fall. Aber hier, das hier meine ich hier. Leute, guck mal, ich schlage hier halt voll lange. Und dann... Dauert das halt Ewigkeiten, Mann. Für sowas hat doch kein krimineller Zeit, Mensch. So, und weiter geht's. Dann gehen wir einmal Richtung Bank. Boah, Leute, wir haben einfach schon 42 Schmuckstücke hier. Alter, und 9 Goldstücke und 4 Diamanten. Ey, das ist heftig. Okay, einmal über Rot fahren juckt uns gar nicht, weil wir ab heute wieder reich sind, Leute. So, ganz genau, ganz genau. Leute, 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 die armen Zeiten sind vorbei, die armen Schluckerzeiten, wir sind endlich nicht mal obdachlos. So, nein, aber ohne Witz, Leute, das ging sogar so weit schon, dass ich zu Loco manchmal gesagt habe, boah, nee, lass lieber Polizei machen oder so, weil ich kein Geld hatte, mir Waffen zu kaufen, Mann. Oder ich bei Videos halt einfach nur, keine Ahnung, ein, zwei Waffen dann dabei hatte, so. So. Sehr gut, und hier auch nochmal schön aufmachen alles hier. So, so, so. Bäm, sehr gut, sehr gut, sehr gut, Leute. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Hier, einmal alles mitnehmen. Als ich diesen Trick das letzte Mal gemacht habe, wusste ich noch gar nicht, dass man hier halt unter Notruf sieht, wer welchen Job oder wie viele Leute welchen Job machen. Und so kann man ja voll abchecken. Okay, kein Polizist da, also wird jetzt auch kein Polizist kommen, der mich hier verhaften will. Deswegen bin ich hier auch sehr zuversichtlich und lasse sogar meine ganze Beute in meiner Hosentasche drin.
Weil wenn es keine Polizisten gibt, Leute, dann kann mich auch keiner verhaften. Ich würde euch aber empfehlen, geht auf Nummer sicher, bringt die ganze Beute lieber nach Hause. Das macht ein bisschen mehr Sinn. Zum Dealer meine ich nach Hause. Bringt das Geld nach Hause, so ist richtig. Und genau, da seid ihr nämlich auf der sicheren Seite. Und lasst euch nicht dann aus Versehen hier einmal verhaften oder so. Von einem superschnellen Cop. So, immer noch kein Polizist? Nee, dann können wir ja jetzt auf einen anderen Server gehen, Leute. Genauso, wie ich es euch zu Beginn gezeigt habe. Einmal hier drauf, einmal da drauf, so. Wieder aufsteigen. Ihr seht das halt hier gerade nicht, weil das irgendwie so eingestellt ist, dass man sowas da nicht sieht. Aber wir gehen jetzt mal auf den Server mit zwei Leuten. Gucken wir mal, ob da ein Polizist mit bei ist, ein motivierter Polizist. So, da sind wir auch schon. Upp. So. Okay, nee, niemand macht Polizist. Jawollo, Leute. Das ist doch ein sehr schöner Anblick. Dann einfach wieder rein in die Bank spazieren. Einfach wieder Geld abheben. So. Und. Nein, es ist rot. Och Mann, okay. Dann ist uns schon jemand zuvorgekommen. Leute, sowas kann natürlich auch passieren. Dann entweder einfach wieder auf den nächsten Server. Oder wir gehen jetzt aber einmal ganz kurz noch zum Juwelier. Gucken, ob da was los ist. Ich muss eigentlich auch langsam mal tanken. So, einmal hier. Ja, gleich schon da hier, Leute. Einmal voll durchziehen. Ah, sieht gut aus. Sieht sehr gut aus. Ui, Leute, ja. Uns sind sogar auch wieder zwei Diamanten. Mann, Mann, Mann. Das ist ja geil. So, das nehmen wir alles mit. Keine Polizei. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Dann mache ich hier einmal alles kaputt. Weil dann der Alarm nämlich gleich hier aufhört. So, alles klar. So. Sehr gut, dann können wir das hier gleich ganz entspannt, ohne lauten, ekligen Alarm hier alles ausrauben, Leute. Boah, so, alles klar. Leute, das ist ja heftig, wir sind einfach Meisterdieb jetzt. Heftig. Oh, warte mal, das hier auch noch schnell, bevor der Alarm ausgeht. Oh, so, und so, alles klar. Und hier auch noch diese Zweier-Chains hier, die lohnen sich auch noch ein bisschen. Oh, hey. So. So, sehr gut, sehr gut, sehr gut. Alles mitnehmen, alles. Los geht's. So. Alleine bleibt halt mehr Beute übrig, Leute. Aber alleine ist es auch ein bisschen riskanter, ne? Weil wenn jetzt doch ein Polizist antanzt, dann wärst du zweit auf jeden Fall ein bisschen einfacher, den niederzuschießen, als hier irgendwie alleine, ne? So, Alarm ist auch aus. Und wir können jetzt ganz bequem, ganz in Ruhe hier alles ausrauben, Leute. Richtig geil, Mann. Boah, wir sind so reich, Alter. Wir sind so verdammt reich. Oh mein Gott. So, sehr gut, sehr gut, sehr gut. Hier einmal alles mitnehmen. Und gleich fahren wir einfach nochmal bei der Bank vorbei. Vielleicht ist die bis dahin auch wieder grün. Ich meine, hier war ja auch alles grün. Beziehungsweise hier war ja auch alles da, deswegen. So, einmal alles mitnehmen. So, sehr gut, sehr gut, sehr gut. Leute, das schmeckt so gut, Mann, das schmeckt so gut. Eieieiei, ich heb ab, Leute, ich werd so reich, ich kann fliegen auf einmal. So, okay, mitnehmen und ab geht's. Machen wir die Fliege, ey. Da müssen wir uns hier. So, ja, wobei, komm, nehmen wir auch nochmal hier so eine Scheibe mit. So, ich meine, wenn die Bank noch nicht grün ist, dann wird es wahrscheinlich gleich sein. Dann können wir hier wenigstens nochmal die Sachen mitnehmen, ne? Weil ich will gleich eigentlich nicht auf die Bank noch warten, dass sie grün wird. Auch wenn es sich eigentlich verlohnen würde, ne? Boah, hey Leute, wir haben echt schon fett Kohle jetzt gemacht, Alter. So, alles klar. Dann geht's jetzt wieder weiter. Du. Wäre halt cool, wenn ich mir irgendwann den Lambo auch noch kaufen kann. Und den Traktor und die ganzen anderen Autos und so. Der ist schon echt fett, aber sind... Ne, das ist noch ein langer Weg, Leute. Aber immerhin, wir haben den Bugatti jetzt schon. So, ey, da ist ja jemand. Auch noch ein weißer Bugatti. Hallöchen. Ey, da schnapp ich mir jetzt was. Außer der schießt gleich auf einmal. So, Hallöchen. Ich mach dir nur die Tür auf, Mensch. So, ey, schlägst du mich oder was? So, so. Ey, na also, warte mal. Ey. So, warte mal. So, na also. Ich hau dir kaputt hier. Leute, okay.
So, genug rumgespielt jetzt hier. Sammeln wir mal alles ein hier. Sammeln wir mal alles ein. Okay. Ich will einfach nur die Goldbarren hier haben. Das Cash hier. Ja, jetzt willst du wieder schlagen, oder was? Deswegen, Leute, man muss natürlich auch mal ein bisschen aufpassen hier, ne? Nicht, dass man irgendwie sich auf einmal kaputt schlagen lässt von einem Kriminellen oder so. Aber wir haben ja gerade bemerkt, der hat keine Chance gehabt, Mann. Der hat überhaupt keine Chance gehabt. Und wir haben ihm halt jetzt einfach nur, weiß ich nicht, 2, 3 Goldbarren geklaut oder so. Das ist ja auch nicht viel, deswegen. So, alles klar. Ich meine, ich war vorher hier auf dem Server, glaube ich, oder? Oder? Doch, ich glaube schon. So, okay, ab zum nächsten Server, Leute. Ihr wisst, wie es geht. Ihr wisst Bescheid. Und dann gehen wir einfach mal hier drauf, wieder mit 2 Leuten. Es ist halt natürlich immer direkt die Chance hoch, dass hier auf einmal entweder doch ein sehr motivierter Polizist ist. Hier zum Beispiel nicht, das ist sehr gut. Oder sehr motivierte Kriminelle, die dann schon irgendwie zugange sind. Wenn ihr auf Nummer sicher gehen wollt, dann geht nicht irgendwo rein, wo bereits Kriminelle sind, so wie ich gerade, weil das halt auch ein bisschen, ach Mann, ist schon wieder rot, weil das halt auch ein bisschen riskant ist, Leute, ne? Ich meine, wie gesagt, er hätte jetzt auch plötzlich, weiß ich nicht, eine andere Waffe ziehen können und mich niederschießen oder so und dann wäre alles für die Katz gewesen. Außer ich hätte natürlich nach jedem Run alles schön verkauft, was man auch normalerweise machen sollte, macht das auch, Leute, aber ich möchte halt euch einmal hier im Video zeigen, wie viel ich hier alles zusammensammle. Ganz genau. So, schauen wir mal hier. Och man, hier ist auch schon voll einer gewesen. Der ist doch voll zugange, der Typ. Okay, sehr gut. Dann düsen wir mal wieder ab. Fahren wir mal ein bisschen weg. Hallöchen. Da ist einer. So, fahren wir einmal hier schnell im Kreis herum. Und dann machen wir nämlich wieder Halt bei der Bank. Mann, oh, ich dachte, ich komme hier durch. Oh, ich komme hier durch. So. Okay. Letzte Chance, Bankilein. Gucken wir nochmal einmal schnell hier vorbei, ob die Bank wieder am Start ist. Und wenn nicht, dann wechseln wir einfach den Server, Leute. So einfach ist das. So. Und, nee, ist rot. Na gut, dann wechseln wir den Server, Leute. So. Einmal wieder auf den nächsten Server gehen. Natürlich kann es jetzt auch 5-mal hintereinander vorkommen, Leute, dass wir auf einmal, ne, ganze Zeit irgendwelche Server haben, wo schon alles die ganze Zeit ausgeraubt worden ist. Oder die halt zu neu sind, sodass man da eben noch gar nichts bekommen kann, ne? So, alles klar. Ist hier ein Polizist? Oh, hier ist ein Polizist, Leute, vorsichtig. Okay, okay, okay. Dann haben wir einen Übermotivierten hier. Ganz alleine Polizist auf einem Server. Das ist ja, oh, aber das heißt natürlich auch, dass wir natürlich jetzt alles bekommen hier. So, einmal mitnehmen. So, sehr gut, sehr gut, sehr gut. Wir nehmen einmal hier alles mit. Einmal hier alles mit. Gleich ganz schnell das Ding da platzieren. Ich glaube halt, der ist ein bisschen weiter weg. Ich höre auch nichts. Schon mal sehr gut. Bisschen. Wollte gerade sagen, ein bisschen hinter mir gucken. Aber geht nicht. So. So. Einmal hier alles mitnehmen. Und wenn Polizist auf dem Server ist, Leute, dann halt auch vorsichtig sein mit, wo ihr euch ausloggt. Ihr dürft euch nicht in der Nähe von Polizisten ausloggen, ansonsten kommt ihr natürlich in den Knast und dann ist auch alles für die Katz, das wollen wir nicht. Deswegen, schön hier das Cash getten, schön das ganze Money einsammeln. Boah, wir sind so reich, Leute, wir sind so reich. Wir können uns noch 2 Bugatti mal tun hier. So, einmal alles mitnehmen, einmal alles mitnehmen, einmal alles mitnehmen, Leute. So, sehr gut, sehr gut, sehr gut. Ja, den Polizisten scheint es anscheinend auch nicht zu jucken, der geht gerade irgendwie Kaffee trinken oder sitzt auf Klo oder so. So. Leute, ich glaube, wir nehmen sogar ganz normal den Vorderausgang wieder raus. So, tschüssi, dankeschön für das ganze Geld. So. So, alles klar. Einmal nachladen, stimmt, ganz wichtig. Hey! Was will der denn? Oh, oh, hey, hey! Leute, ganz gefährlich, ganz gefährlich. Hey! Oh, Leute! Das meine ich. Oh, das war ganz, ganz gefährlich. Eieiei, Freunde. Aber der hat uns nicht gekriegt, weil der, weil wir halt Supermeister Diebe sind, Leute. So, jetzt gehen wir noch einmal hier ganz schnell. Ich will einfach nur die Diamanten haben. So, kommt er hier gleich her? Wahrscheinlich, ne? So. Oh, oh. Den schon gehört? Nee. Nee, habe ich gar nicht. Oh, da ist auch schon wieder. Leute, oh, los geht's. Hey, schon über alle Berge. Du kannst mich gar nicht mitkriegen. So, Leute.
Also gut, jetzt gehen wir weiter nach Plan. 28 Goldbarren, Alter. Boah, das ist heftig, Leute. Das ist echt heftig. Okay, alles klar. Dann einmal Server wechseln. Boah, Leute, ich wäre fast gegen die Wand gefahren. Okay. Dann einmal hier auf den nächsten Server. Das verstehe ich nicht. Ein Polizist ganz alleine auf einem Server. Das ist doch heftig. Okay, gut. Sind wir auf den nächsten Server mit einer Person gegangen. Aber wenn mal das hier jetzt alles klappt, Leute. Boah, stimmt. Wir müssen ja tanken. Perfekt, dass wir hier jetzt halten. So, einmal nachgucken, was hier los ist. Notruf, kein Polizist. Super, wunderbar. Das sehe ich doch am liebsten, Leute. So. Ich habe schon eine Bombe gehört, Leute. Vielleicht können wir noch was abstauben da. Let's go. Aufpassen. Okay. Sehr gut, Leute. Das ist meins. So. Jo. Alles klar. Ja, wobei, Leute, nee, egal. Soll der mal machen? Und ich nehme mir hier jetzt den Juwelier durch, wenn der Typ den nicht auch schon genommen hat eigentlich. Ansonsten reloggen wir halt, gehen wir einfach auf einen anderen Server. Aber, ey, sieht gut aus. Ah, nee, sieht schlecht aus. Ach man, der war hier schon, ja, der war hier schon, der Kollege. Okay, egal, dann probieren wir mal einen anderen Server. Ich will jetzt nicht wieder irgendwas riskieren, sodass ich vielleicht gleich alles verliere. Deswegen gehen wir mal auf Nummer sicher, Leute. So, gehen wir mal hier drauf, auf den Server. Aber ich glaube, der ist zu neu. Ich glaube, der ist viel zu neu. Sehen wir gleich, Leute. Sehen wir gleich. Einmal rein hier. So, rein ins Auto. So, und keine Polizei, gar nichts. Sehr gut. So. Oh, ja, Leute, der Server ist zu neu. Hier ist schon alles mäßig ausgeraubt. Im Sinne von, das ist halt, es dauert jetzt noch ein bisschen, bis die Sachen überhaupt erst auftauchen. Deswegen nehmen wir jetzt mal wieder einen Server mit zwei Personen. Es ist halt schade, dass ihr hier bei diesem Bildschirm gerade nichts sehen könnt. Das ist irgendwie echt ein bisschen doof, aber gut, kann man nichts ändern. Gehen wir mal hier auf den Server. So. Und dann, tada, haben wir hier jetzt gleich fette Beute, Leute, oder nicht, weil uns hier bereits irgendwelche Leute entgegen zuvor gekommen sind. Mann, ey. Okay, aber Polizisten auch nicht. Okay, sehr gut. Dann gehen wir trotzdem mal die Bank abchecken. Vielleicht können wir da die Bank wenigstens mitnehmen. Bis jetzt läuft es aber eigentlich schon mal ganz gut. So, klar gibt es jetzt ab und zu mal so ein paar Dinger, die halt schon überall ausgeraubt worden sind. Aber das hält uns nicht auf, Leute. Das hält uns überhaupt nicht auf. Wir machen jetzt das große Geld hier und... Och man, rot. Okay, dann einmal reloggen, Leute. Wieder auf einen anderen Server. Zack, schließ dich Punkt an. Und dann gehen wir einfach irgendwo einen Server mit zwei Leuten. Da, nehmen wir den mal. So, direkt, Leute, direkt auf den anderen Server. Wir sind sogar direkt vorm Eingang hier gespawnt. Na also, direkt rein da. Und, oder wir haben einen Polizisten, okay. Müssen wir natürlich vorsichtig sein, Leute. Da müssen wir natürlich vorsichtig jetzt sein. Das heißt aber auch, dass man natürlich das hier ausrauben kann. Sehr gut. So. Okay, Leute, jetzt aber vorsichtig sein. Wir haben wieder übermotivierte Polizisten hier am Start. Deswegen einmal das hier mitnehmen. Einmal das hier mitnehmen. Und dann das hier aufmachen und dann sofort Leiter setzen und danach können wir den ganzen anderen Stuff hier mitnehmen. So. Okay. Sehr gut. Oh, oh. Da höre ich auch schon. Da höre ich auch schon. Den übermotivierten Polizist. Oh, oh. Oh, oh. So. Alles klar. So, vorsichtig. Schön vorsichtig jetzt. Hier! Jawohl, das ist eine gute. Das ist eine gute. Wir sammeln mal noch hier ein bisschen weiter ein. Schnell. Hier nochmal. Einsammeln. Komm, die beiden Goldbarren. Und das auch noch. Sehr gut. Leute, wir haben fast alles. So, das hier auch noch. Okay, Leute, soll ich jetzt alles riskieren für diese zwei Goldbarren? Nö, egal, Leute, wir machen einen Abgang. Soll der Polizist doch ein bisschen übermotiviert sein? Wir sind jetzt schon über alle Berge, Leute. Tada, wir sind schon weg. Du hast gar keine Chance, Kollege. So. Sehr gut. Dann gehen wir mal ein bisschen weiter weg. So, gehen wir mal ein bisschen weiter weg. Und dann können wir nämlich, wir haben immer noch nur einen Polizisten, ne? Ja, Polizei 1.
Ach, wir haben einen Dealer direkt hier. Lol, okay, aber wir wollen noch eine Bank. Ich habe noch Bomben, deswegen einfach wieder Server verlassen, Leute. Wir müssen nicht gegen jeden Polizisten kämpfen. Normalerweise machen wir das ganz gerne in unseren Videos, einfach weil das auch geile Action ist, ne? Aber hier wollen wir, wie gesagt, einfach auf Nummer sicher gehen, Leute. So, nächster Server. Boop-di-boop-di-boop. Und, hallo? So, sehr gut, dankeschön. So, okay, einmal ganz kurz das Auto holen. Gucken, ob es hier Polizisten gibt. Nö, keine Polizisten. Super duper. So. Und dann einmal hier lang, einmal rechts fahren. Lol, als ob ich das geschafft habe. Lol. Okay, alles klar. Hier kurz abbremsen. Damit wir nicht ganz so viel Geld zahlen müssen hier. Und tada. So, ich habe perfekt noch eine Bombe, Leute. Vielleicht können wir noch eine Bombe hier mitnehmen. noch eine Bank hier mitnehmen und einmal den Juwelier. Das wäre ganz cool. Ja, perfekt, Leute. Das ist ja perfekt, Mann. Das läuft hier richtig gut. 35 Goldbarren, Leute. Das ist der Wahnsinn. Okay. Es ist doch gar nicht schlimm, wenn halt ab und zu manchmal irgendwie, ne, Polizei ankommt und wir nicht alles mitnehmen können. Ich meine, Gewinn machen wir ja sowieso. Hä? Ach so. Ich habe kurz den Sound nicht mehr gehört. So, einsammeln, einsammeln, einsammeln. Leute, ich bin super gespannt, wie viel Geld das gleich ist. Das ist ja auf jeden Fall schon mal über 100.000, ey. Einfach innerhalb eines Videos mal kurz so 100.000. Auf Lock, auf lässig, auf ganz entspannten Hasen hier. So, sehr gut, sehr gut. Hier noch mitnehmen, da noch mitnehmen. Und der Juwelier wird gleich auch nochmal interessant sein, Leute. Wenn wir nochmal ein paar Diamanten mitbekommen, das wäre echt Hammer, Leute. Ich glaube, das war dann bisher meine beste Farmrunde, Leute. Auf jeden Fall das meiste Geld. Da seht ihr auch mal, keine Schnitz, kein gar nichts. Das ist die Real Deal. So viel Geld kann man in Notruf Hamburg machen. Und ich würde sagen, das ist die schnellste Methode, Leute. Das ist 1000% die schnellste Methode. Schneller könnt ihr kein Geld machen in Notruf Hamburg. Außer man cheatet oder irgendwie sowas. Und das macht man nicht, Leute. Sowas gehört sich nicht. Deswegen, so, einmal hier, einmal da. Und, oh oh. Oh oh. Es ist aber kein Krim, das ist aber kein Polizist. Ui. Ey. Was will der denn? Bist du doof? Lol. Zieh euch ab, Mann. Ich schreib mal. Der schießt mein Auto fast kaputt, so. Egal. So, hauen wir ab, Leute. Machen wir einen Abgang. Okay, ich glaube, das ist nicht so eine gute Idee, hier auf diesem Server zu bleiben. Aber, Leute, dann sup, gehen wir einfach mal direkt auf den anderen Server, Leute. Checken wir das mal ab. So, ja, wobei, gehen wir erstmal ganz kurz hier auf den privaten. Da sind wir nämlich sicher, aber das könnt ihr, diesen Punkt jetzt, könnt ihr natürlich auch auf den öffentlichen Server machen. Tada, da sind wir auch schon. So, Leute, erstmal suchen wir dann mal so den nächstbesten Dealer hier raus. Aber so, ihr habt es gesehen, Leute, da waren noch zwei andere Kriminelle, die halt eben auch diese Taktik gemacht haben. Und dann so wütend wurden, dass sie mich abschießen wollten. Ich war halt schneller als die Edgebitch. So, okay, perfekt, perfekt. Also checken wir mal ab hier, zack. So, Leute, wir hatten zu Beginn 65.000, jetzt haben wir 63.000 wegen Strafzettel und so ein Zeug. Alles klar, jetzt verkaufen wir mal alles. Wir haben erstmal zum Mitschreiben 44 Goldbarren, 7 Diamanten und 64 Schmuckstücke, Leute. Und das ist jetzt an Geld. Das sehen wir jetzt. Momentchen. Erstmal alles hier verkaufen, Leute. Boah, wir haben jetzt schon 120. Alter, fast 120, krass. So, jetzt das auch noch. Oh, ich muss so viel klicken. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Das ist aber doch schon mal richtig gut, Leute. So, wunderbar. 150.000 haben wir jetzt. Verkaufen wir mal die Waffe auch noch. 154.000. Hier haben wir jetzt noch 37.000 plus. Einen Moment. Wir müssen jetzt erstmal noch ganz schnell da zum Hafen düsen. Und einmal unsere Dinger hier abgeben. So, alles klar. Jetzt volle Kanne. Ja, wobei nicht ganz so volle Kanne. Ich will hier, ne, nicht schon nochmal alles Geld verlieren. Durch die Blitzer. So, der Schmuggler ist auch hier oben beim Hafen. Oh, Mann, ey. Oh, Auto fast kaputt. So, aber das soll uns nicht stören, Leute. Wir heizen hier volle Kanne durch mit dem Bugatti, mit dem Bugatzen. So, alles klar. Hier vorne ist auch ein Dealer, aber wir müssen zum Schmuggler. Der Dealer nimmt nämlich keine Diamanten an.
Der kann sich das gar nicht leisten, der olle Dealer hier. So, Leute, wunderbar, wunderbar, wunderbar. Ich glaube, wir haben dann aber tatsächlich, oder? Warte mal. So, wir haben dann tatsächlich 200.000 zusammen, Leute. Wir haben sogar mehr als 100.000 gemacht innerhalb dieser kurzen Zeit. Ey, das ist der Wahnsinn. Leute, das hat ja nicht mal eine halbe Stunde gedauert. Alter, ist das krank. Oh, toll. Jetzt müssen wir auch noch ganz hochlaufen für diesen Dealer. So, ey, Kollege, kannst du dir nicht mal irgendwie einen besseren Platz suchen? Irgendwas, wo man nicht so lange laufen muss, ey. Oh, alles klar. Sehr gut. So, Diamant, alles verkaufen. Jetzt haben wir 170.000 fast, 180.000 fast. Leute, wir haben über 200.000, ey, das ist doch der absolute Wahnsinn, Leute. Wir haben über 200.000 jetzt zusammenbekommen. Also, wie viel hatte ich nochmal zu Beginn? War das 65.000? Leute, auf jeden Fall, wir haben irgendwie so 130.000, 140.000. Leute, innerhalb von nicht mal einer halben Stunde gemacht, Alter. Was ist das denn? Das ist ja wirklich crazy. Leute, ihr wisst Bescheid. Hier kriegt ihr die besten Money-Tipps, Leute. So macht man Geld in Notruf Hamburg. Ich sag schon mal Dankeschön fürs Zuschauen. Ich würde mich noch sehr freuen, wenn ihr ein Like und ein Abo da lassen könnt. So zeigt ihr nämlich, dass ihr Bock drauf habt, dass ihr Bock auf Daily Uploads, auf die Videos habt. Und so unterstützt ihr uns gratis, Leute. Ihr müsst keine Diamanten für uns ausgeben oder Geldbündel. So, Leute, vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns dann beim nächsten Video. Tschüss.